Menschen, die anderen helfen. Mitgefühl. Auf diesem Fundament wurde Gotham errichtet. Und voll Stolz erschuf ich Gothcorp auf demselben Fundament. Deshalb nennt man uns die People Company. Vielen Dank. Mr. Boyle ist wohl erpicht auf Ihren Titel als Gothams wohltätigster Industrieller. Gotham braucht mehr Leute wie ihn. Bruce! Ich bin überwältigt von Ihrer Unterstützung. Sie verdienen sie. Sie werden die Welt verändern, Ferris. Wir verändern sie gemeinsam, richtig? Verzeihung, Mr. Boyle, die Presse wartet. Hier entlang, bitte. Ich denke, die Zukunft hält sehr, sehr viel bereit für Gotham. Also, es ist bald Mitternacht und ihr wisst ja alle, was das heißt. Und jetzt starten wir diese Silvesterparty mit einem... Wer hat hier seine Heizrechnung nicht bezahlt? Hände hoch! Wer Party machen will! Auf den Boden! Hier rüber! Wo willst du hin? Na gut. Ferris Boyle. Alfred, wo ist Ferris? Alfred. Stehen bleiben sofort! Ja, hab ihn! Der Butler ist völlig durchgedreht. Habt ihr Feiglinge Angst vor einem alten Mann? Nimm's einfach locker! Ich hoffe, die Vase da war nicht wertvoll. Schaut euch den heißen Schlüssel an. Bis dann, Bruce. Das war ein Fehler. Niemand schlägt meinen Butler nieder. Das darf nur ich. Verstanden? Alles in Ordnung? Alles halb so wild. Das sind Pinguinsmänner. Was wollen sie mit Ferris? Ist noch unklar. Jemand in einem mechanisierten Anzug führt sie an. Ich muss Ferris vor ihnen finden. In dieser Aufmachung sind sie uns keine Hilfe. Sie müssen ihren Anzug wechseln. Der schnellste Weg zur Betthöhle führt durchs Arbeitszimmer. Ja, von mir aus. Ich wollte mich eigentlich erstmal kurz hier umsehen und natürlich wollte ich Hallo sagen. Und herzlich willkommen beim Story-DLC, beim kleinen Add-on von Wayne Manor sind wir hier, ne? Das sieht schon ganz cool aus. Nee, aber wir spielen ja weiter in Arkham Origins. Da guck mal hier die Figürchen, das ist ja schon ganz cool. Eigentlich, was... der Bruce sich hier so hingestellt hat. Wer soll das hier sein? Solomon Wayne. Ah ja, nachdem ist das Gerichtsgebäude benannt. Das war doch ein Richter. So, wir wollen uns mal ein bisschen beeilen. Steifen Schrittes. Oh, was ist denn hier? Sir Gawain of Wayne. Aha. Willst du mir jetzt nicht erzählen, dass das der aus der Tafelrunde ist, oder? Joshua Wayne. Da oben, das sind doch Mama und Papa, oder nicht? Auf dem Dingens da. 1839, ah ja. Weihnachten ist vorbei, wir haben Silvester erreicht. Und die Geschenke sind trotzdem noch nicht ausgepackt. Mensch, Bruce, der beschäftigt gewesen, wa? Da ist Bruce, er wird uns helfen. Bruce, Augenblick bitte. Ich habe gehört, im Ballsaal sei gerade ein Eisberg explodiert. Ich brauche Details. Was ist passiert? Wer glauben Sie... Wo ist Ferris? Er ist nie zum Interview erschienen. Halt. Sie wollen doch nicht allein daraus, oder? Folgen Sie Alfred. Er bringt Sie in Sicherheit. Bei all diesen Gästen hier sollten Sie vielleicht im Weinkeller nach diesem Gegenstand suchen. Verstanden. Dieser Gegenstand
Ach, verstehe. Der Gegenstand. Ja. Ist auch so überhaupt nicht auffällig, ne? Geld geben, damit sie weggehen? Wir verstecken uns einfach hier. Es wird alles gut werden. Bruce, diese Männer sind gefährlich. Warten Sie einfach auf die Polizei. Es ist nicht mein Stil, Vicky. Bruce, diese Männer sind gefährlich. Warten Sie einfach auf die Polizei. Das ist nicht mein Stil, Vicky. Boah, Leute, ich hatte eben übelstes Déjà-vu. Kann ich mit den anderen auch reden? Na, wie geht's dir, Mann mit... Hat jemand den Notruf gewählt? Mann mit Hut, das ist doch... Ist das der Kater aus XCOM? Was macht er denn hier? Haus auszurauben? Sie sollten uns einfach gehen lassen. Jetzt seid doch still. Erregen wir keine unnötige Aufmerksamkeit. Ein kleines Modell von Gotham City? Da ist die Pioneer's Bridge. Ich erkenne sie wieder. Ferris sollte einfach aufgeben. Er bringt uns alle in Gefahr. Aber die Vergnügungsmeile sieht komisch aus hier. Oder ist das der nördliche Teil? Was soll er denn machen? Ihnen Geld geben, damit ja, sie da weggehen? Ist... Wir verstecken uns einfach hier. Es wird alles gut werden. Da ist Wonder Tower, ne? Dann ist das der Süden hier. Lazy Towers oder sowas? Na, was machst du? Gar nichts. Wo ist die Polizei? Hat jemand den Notruf gewählt? Ich glaube, zu den Schlafgemächern darf ich nicht gehen. Der Eisbär! Die sind hier, um Bruce auszurauben. Sie sollten uns einfach gehen lassen. Den hat Bruce Wayne... Erregen wir keine unnötige Aufmerksamkeit. ...einem gewissen Mr. Burns abgekauft. Ne, Alfred? Seien Sie in der Bibliothek vorsichtig. Pinguins Männer sind in der ganzen Villa verteilt. Bleib aus der Schusslinie. Keine Heldentaten. Diese Tiere ängstigen mich nicht. Alfred. Gehen Sie lieber in den Weinkeller, bevor ich mich allein mit Pinguins Gang anlegen muss. Die Frage ist, wieso wird Mr. Freeze von Pinguins Männern unterstützt? Ich habe die Situation unter Kontrolle, Master Bruce. Na, wenn du das sagst, dann gehen wir mal weiter. Ich habe auch noch kein Menü oder sonst irgendwas. Diese Männer sind bewaffnet. Ich muss sie lautlos ausschalten, wenn ich nicht erschossen werden will. Oh Mann, sieh dir all dieses Zeug an. Wow. Ich werde so reich sein. Ja, ja. Nein, du hast... Die Herren gehören mir. Ich schnapp sie mir, bevor wir die Bude abfackeln. Sind jetzt nur noch die beiden da, oder? Ich riskier's. Ich leg's jetzt drauf an. Muss schon sagen, dieses Planetending da oben ist ziemlich cool. So. Da hinten ist noch einer. Ich glaube, das ist der letzte. Na komm. Das Blöde ist, wir haben natürlich den Batsuit nicht und deswegen auch keine Detective-Sicht. Das macht das Ganze ein bisschen herausfordernder. Geht er hoch oder kommt er hier lang? Haha. So. Ich kriege keine Erfahrungspunkte. Ich weiß nicht, ob das bedeutet, dass wir keine Upgrades haben. Ich wüsste auch ganz gerne... Spitzenjäger war spitze. Alter. Da würde ich mich niemals hochtrauen, um irgendwelche Bücher zu holen. Ich wüsste auch gerne, ob wir irgendwie unsere Gadgets und Fertigkeiten aus dem Hauptspiel behalten. Oder ob das alles wieder resettet wird. Eine alte Schreibmaschine. Ich würde gerne abspeichern jetzt. Oh, hat er recht. Das ist relativ cool. Hab's. So, da drüben sind noch ein paar Bilder. Die gehen wir uns angucken. Das ist doch wieder Papa, oder? Papa Wayne. Wayne interessiert's. Und zwar den Bruce. Naja, so ein paar Töpfe und Vasen haben wir hier noch. Ich glaube, wir müssen da hinten weiter. Ich laufe dann doch mal ein bisschen. Dieser Abschnitt ist ganz cool gemacht, aber länger als ich erwartet habe.
Ich glaube, jetzt gehen wir in den Weinkeller. Warum ist der Pinguin so scharf darauf, Wayne Manor zu zerstören? Die Waynes haben die Cobblepots damals ruiniert, behauptet er jedenfalls. Macht Sinn. So weit nach oben kommt man nur auf dem Rücken anderer, was? Hier ist nichts außer noch mehr Wein. Bordeaux. Ist der teuer? Das heißt nicht Bordeaux, sondern Bordeaux. Oh, sorry. Bordeaux. Ja, ist der teuer oder was? Wir sind hier in Wayne Manor, du Trottel. Alles hier ist teuer. Ah, hier ist ein... Das ist ja auch so ein kleiner Schrein zu Ehren der Eltern hier. Mit dem ganzen Wein. Hier ist ein Lüftungsschacht. Da kann ich aber aus irgendeinem Grund nicht rein. Würde mich schon interessieren, was dahinter ist. Ich vermute, wir kommen nochmal wieder. Dann bestimmt in voller Aufmachung. 1996. Warum hat Bruce Bilder von Jahreszeiten? Also nicht mal Jahreszeiten, sondern irgendwelche Jahre hier. Der Joshua Wayne, sah der nicht auf dem anderen Bild noch anders aus? Boah, der Aux. Schön. Kann ich hier hoch? Ich kann. Was bringt mir das? Ist da drüben irgendwas, das ich haben will? Warum kann ich darüber klettern? Wahrscheinlich, damit ich von hier einen Sprungangriff machen kann. Ist einer von denen bewaffnet? Ich weiß es nicht. Na, mit Weinflaschen bewaffnet, zumindest der hier direkt unter uns. Ich spring einfach mal in die Action. Der Pinguin hat eine Rechnung mit dir offen. Okay, die Fähigkeit haben wir auf jeden Fall schon mal. Was? Wieso ist denn die Tastenbelegung geändert für die Spezialattacken? Das finde ich aber nicht gut. Sir, wenn Sie häufiger aus Ihrer Höhle kommen würden, wüssten Sie, dass sich der Eingang im Verkostungsraum befindet. Suchen Sie nach der Statue. Normalerweise, also es ist genau auf der anderen Seite vom von der Tastenbelegung her jetzt als vorher, dieses spezielle Ausschalten. Das gefällt mir nicht. Warum ist das hier auf einmal anders? Warum sollten die Tastenbelegung ändern? So, suchen Sie nach der Statue. Hier ist keine Statue. Allerdings ist hier eine Tür. Und meine Nase ist gerade so ein bisschen dicht. Ich weiß nicht, ob man das hört. Es ist jetzt beste Heuschnupfenzeit. Und natürlich erwischt es mich wieder voll. Da ist wieder Sir Gawain. Verköstigungsraum. Ach, da. Ich will gar nicht wissen, wo er jetzt dran ziehen muss. Achso, na gut, das geht ja noch. Hat er den Zwerg am Fass gezogen. Von mir aus. Jetzt wird's spannend, Leute. Der Eingang in die Batcave. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, wie lang dieser DLC ist. Sich auf, Sir. Er ist immer noch beschädigt, dank unserem Besuch an Heiligabend. Das sehe ich. Hui. Wow. Ich wäre ja hochgeklettert, aber na gut. Dann kletter halt hier hoch. Ich kann ja mal ein bisschen laufen. Motiviert weitere, sich den Protesten gegen die trotzdem enthüllte Korruption anzuschließen. Korruption? Master Bruce, ich habe einen Blick auf Ihren mechanisierten Mann erhascht. Diese Rohlinge nennen ihn Mr. Freeze.
Wie wäre es mit Ihrem Anzug für extreme Umweltbedingungen? Der XE-Anzug? Er ist noch nicht einsatzbereit. Oh je, ich höre Hubschrauber. Wir Schläger des Pinguins. Beeilen Sie sich. Oh je. Hier die Trainingsanlage, die haben wir uns, glaube ich, nie so richtig angeguckt, ne? Ich bin ja für das Genosse Batman-Kostüm. Das passt jetzt so schön. Aber der XE-Anzug, der klingt natürlich auch interessant. Ach, jetzt wollte ich hier rum, jetzt ist er kaputt. Dann gehen wir halt hier lang. Da ist der Bat-Computer. Ah, unsere Tafel ist im Arsch. Alfred hat meinen Anzug wohl zurück an seinen Platz neben dem Computer gebracht. Also quasi da, wo wir jetzt gerade stehen. Bevormunde mich nicht immer so. Hier ist der Computer, siehste. Und da ist der Platz neben dem Computer. Zufrieden? So, dann lass mich hier spielen. Ich habe keine Zeit, den XE-Anzug funktionsfähig zu machen. Alfred wird das übernehmen müssen. Alter, sieht schon interessant aus. Ich muss zurück in die Villa und Ferris finden, bevor es die Männer des Pinguins tun. Hat der eben auch schon die Bartstoppeln gehabt? Auf einmal haben wir eine Karte und alles. Ach, herrje, guckt mal da, Sammlerstücke. Und das nicht zu knapp. Was ich nicht habe, sind irgendwie Files oder irgendwas in der Art. Gut, dann müssen wir jetzt also wieder zurück. Wahrscheinlich den Weg, den wir gekommen sind. Ich finde den schon noch. Moment. Hier runter. Der einzige Weg zurück in die Villa führt Pinguins Gangster befinden sich im Nordflügel. Ich muss zurück zum Tunnel über dem Trainingsbereich. Ach, lass mich doch in Ruhe. Also darüber. Bevor Sie fragen, die Formel für Ihre Klebergranate war instabil. Was nach Heiligabend übrig blieb, hat sich inzwischen vollkommen zersetzt. Das ist ja schade. Wo ist denn der Tunnel? Dieser hier? Nee. Tunnel im Trainingsbereich. Hier ist kein Tunnel. Ich habe kein Tunnelsyndrom. Der meint den Aufzug hier, oder? Ein Aufzug ist aber kein Tunnel, Bruce. Das müssen wir nochmal üben. Meine Güte, räum mal den ganzen Müll hier auf. Geh auf dein Zimmer und räum auf. Vorher darfst du nicht spielen. Diese Bartstoppeln, die hat er doch eben noch nicht gehabt, oder? Hat er die gehabt? Ich habe ehrlich gesagt nicht so drauf geachtet. Das ist mir nur eben gerade aufgefallen, dass er die Maske aufgesetzt hat. Müsste ich jetzt nochmal zurück und nachgucken. Alfred, was ist mit dem Strom passiert? Sir, Sie müssen sich beeilen. Sie zünden die Villa an. Ich habe die meisten Gäste in die Ost- und Südflügel gebracht, aber... Hey, es ist der Butler! Alfred! Alfred! Naja, gut, die Schockhandschuhe haben wir auf jeden Fall noch. Jetzt sollten wir uns vielleicht wirklich mal ein bisschen beeilen. Dann komme ich da auch irgendwie ohne Klettereien rüber. Kann natürlich auch einfach komplett vorbeispringen, weil er sich weigert, obwohl er ja da an dem Vorsprung ange... Also das ist Cheaten. Das war jetzt nicht fair, mein Freund.